Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem Kurs Marketing Reloaded hier auf meinem YouTube-Channel. Marketing Reloaded, ihr wisst, das ist ein Kurs über das Marketing Management, der sich mit 6 Modulen über das Basiswissen erfolgreicher Online-Marketing-Kommunikation beschäftigt. Wir haben 6 Module, Überblick, Makroumwelt, Pestanalyse, Political, Economical, Social und Technological Analysis, die Mikroumwelt und die Strategie, in der wir uns heute befinden und mit dem letzten Tool, dem Positioning Statement, abschließen. Dann kommt der Marketing Mix, also die operative Umsetzung online wie offline und dann eben die Kommunikation, das Online-Marketing, die Online-Kommunikation im Speziellen. Heute als Abschluss zu der Marketingstrategie, zu dem Themenblock Marketingstrategie, das sogenannte Positioning Statement. In den 2 Videos davor haben wir uns einmal mit der Unternehmensstrategie auseinandergesetzt und dann im nächsten mit der Marketingstrategie. Und die Marketingstrategie im letzten Video hatte das Thema Marketingzielgruppe und Marketingziele. Und jetzt der dritte wichtige Punkt, das sogenannte Positioning Statement und die Positionierung in deiner Marketingstrategie. Positionieren heißt überleben. Positionieren bedeutet, sich im Gedächtnis der Bedarfsgruppe langfristig positiv einzunisten, einzumieten. Top of mind zu werden. Aber Achtung! Du kannst da drin positiv reinkommen, du kannst aber auch negativ gelernt werden und hineinkommen und abgespeichert werden. Denn wie der potenzielle Kunde dich abspeichert, ist es immer subjektiv. Also streng dich an. Positionieren gelingt also durch fortwährende Lernprozesse der Zielperson, der Bedarfsgruppe. Und damit er lernen kann, ja, bedarf es Medien, die Frequenz und Reichweite bieten. Also du musst immer wieder, steht der Tropfen höhlt den Stein, versuchen über Lernprozesse in das Gedächtnis deiner Bedarfsgruppe, deiner Zielgruppen zu kommen, damit du im Bedarfsfall anderen vorgezogen wirst. Alles, was wir im Rahmen unserer ganzheitlichen Vorgehensweise hier in diesem Kurs Marketing Reloaded, Marketing Management Prozess, was ich als Ampelsystematik bezeichnet habe, weil wir wie eine Ampel 3 Punkte haben. Also einmal das Rot, Analyse, stehen bleiben, Stopp, Halt, wo können wir hingehen mit den Analysen der Makro- und der Mikroumwelt. Dann Orange, die Ampel schaltet um. Wir sind in der Strategie, wohin kann ich überhaupt gehen, welche Moves kann ich machen, kann ich links gehen, rechts gehen, kann ich über die Straße gehen, muss ich wieder zurückgehen. Und dann schaltet die Ampel letztendlich auf grün um, auf die operative Umsetzung, also in den Marketing-Mix. Ja. Und all das, was wir hier machen in diesem Marketing-Management-Prozess, dreht sich eigentlich oder dient dem eigentlichen Zweck, als Unternehmen erfolgreich zu sein und in einem Killer-Wettbewerb zu überleben, was in der heutigen Zeit mit zunehmender Digitalisierung etc. etc. gar nicht so einfach ist. Wir haben uns dann intensiv mit der sogenannten Motivforschung beschäftigt. Das heißt, wir haben die Märkte und ihre Nachfrager in der Mikroumwelt bereits analysiert, mittels Marktforschung. Ihr erinnert euch, Befragung, Experiment und Beobachtung. Wir haben schon angedeutet, dass die Beobachtung der digitalen Spur, die wir heute alle auf den unterschiedlichen Portalen, auf den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen hinterlassen und die Informationen und Bewegungsdaten, die wir dort abgeben und sogar all das, was man jetzt über uns hört, aufgrund der intelligenten Assistenten, Alexa, Siri und Apple kommt jetzt auch mit einem Abhörgerät, das wir uns freiwillig ins Wohnzimmer stellen, haben wir uns der Zielgruppe immer mehr angenähert und versucht, ihr ein Bild zu geben, Schlagwort Personas, wobei die mich kennen, wissen, dass ich dieses Persona-Konzept eigentlich nur zum Anstoß nehme und dann, so wie Karl Kratz sagt, viel lieber auf die Ereignisse optimiere oder fokussiere, die dann bestimmte Dinge auslösen. Ja, dann sind wir schon bei der Bedarfsgruppe. So sind wir dann an unsere Bedarfsgruppe gekommen. Also das, was ich erzähle, haben wir alle schon gemacht in den Videos vorher und haben ihre Probleme, ihre Motivschieflagen, Lücken, ihren Mangel
und ihre Bedürfnisse herauskristallisiert. Wir haben sie erarbeitet. Wir haben gesehen, dass das ein enormer Aufwand ist, an die Bedürfnisse einer Zielgruppe, einer Bedarfsgruppe wirklich heranzukommen. Ja. Wir haben die Ereignisse freigelegt, die zu diesem Mangel führen können. Wir haben versucht, in die Zukunft zu prognostizieren, welche Ereignisse werden denn dann wahrscheinlich in Zukunft zu einem weiteren Problem bei der Bedarfsgruppe führen. Und wir haben natürlich versucht, unser Angebot zur Lösung dieser Probleme zu optimieren und darauf praktisch auf die Fragen die Antworten zu finden. Ja, positionieren heißt überleben. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, als Lösungsanbieter auch von der Bedarfsgruppe gefunden zu werden. Das brauchen wir dann später jetzt noch. Dann in der kommunikativen Umsetzung, Schlagwort SEO, Search Engine Optimization. Und ganz, ganz wichtig war hier schon unser Hinweis, wir müssen findbar sein. Wenn jemand Probleme hat, nützt nichts, wenn wir die Lösung haben und es weiß niemand, sondern er muss uns letztendlich auch finden und unser Lösungsangebot abrufen können. Gehen wir nun davon aus, dass man uns als Problemlöser gefunden hat, was wir später in der operativen Umsetzung noch genau machen werden und die Techniken lernen, wie das dann vonstatten geht. Also gehen wir davon aus, man hat uns als Problemlöser gefunden und sind wir realistisch, die Bedarfsgruppe wird auch weitere Wettbewerber gefunden haben, Klammer auf Pull, oder von diesen angesprochen worden sein. Das heißt, wir sind nicht alleine, außer, Achtung, alle die jetzt den Kurs mitgemacht haben, außer wer hätte das Glück, sich diesem Ganzen zu entziehen? Richtig, das sind diejenigen, die in den Blue Ocean abtauchen, die roten Ozeane verlassen und versuchen, über eine neue, innovative, strategische Kontur in einen blauen Ozean einzutauchen, aber das im Video davor. Das heißt, wir sind nicht alleine im Feld, wir sind in unserem blutroten Red Ocean nicht alleine. Außer, wie ich gerade gesagt habe, wir gehen über die Blue Ocean Strategy und haben uns diesem Wettbewerb entzogen, was vielleicht keine schlechte Idee ist und aber vielleicht nicht immer gelingt. Ganz gleich wie, am Ende wird die Bedarfsgruppe entscheiden müssen, wem sie dann letztendlich die Aufmerksamkeit und das Vertrauen spendet und mit welchem Anbieter sie dann ins Geschäft kommen will. Und für uns als Anbieter schaffen wir das große Ja. Ja, ich kaufe. Ja, ich will deine Dienstleistung. Ja, ich finde deine Idee toll. Ja, ich trete mit dir in den Folgedialog ein. Ja, ich kaufe. Um das Ganze zu erarbeiten und schriftlich zu fixieren, habe ich dieses Positioning Statement als Arbeitspapier euch mal hier kurz aufskizziert. Und mein Tipp ist, wenn ihr in der strategischen Planung, nachdem ihr das Marketingziel und die Marketingzielgruppe festgelegt habt, fasst das alles nochmal zusammen in diesem sogenannten Positioning Statement. Nochmal, das ist kein werblicher Slogan, das ist ein internes Arbeitspapier, das ihr dann später vielleicht an unterschiedliche Abteilungen oder Agenturen oder PR-Abteilungen übergeben könnt, aber ihr seid diejenigen, die dann da steuern. Und folgende Punkte sollte euer Positioning Statement aufweisen. Punkt 1. Die Marke, das Produkt, und jetzt kommt das, was ihr da einsetzt, also die Marke, das Produkt XY. Zweitens, ist für die Zielgruppe, für die Zielgruppen, und jetzt beschreibt er die Zielgruppen, die ihr gefunden habt. Das ist eine Zusammenfassung, das wurde ja schon erarbeitet. Wünschenswert, damit meine ich den Grundnutzen, ja. Das Angebot hat den Grundnutzen, bla 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 bla, denn es macht bla 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 bla. Bitte eintragen. Viertens, mit Blick auf die direkten und indirekten Wettbewerber, und jetzt nennen, wer sind eure direkten und indirekten Wettbewerber? Und jetzt kommt's, jetzt wird schwierig. Fünftens, ist aber unsere Marke oder unser Produkt einzigartig? Klammer auf, das ist jetzt der differenzierende Nutzen, die Unique Selling Proposition, denn nur unser Produkt, denn nur unsere Marke hat, kann, macht, tut, bla 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 bla. Und jetzt müsst ihr das eintragen. Und hier
kann ich euch ganz ehrlich sagen, nach 25 Jahren Praxis, hier scheitern die meisten Firmen, weil sie es nicht schaffen, trotz ewig langer Briefings genau diesen Punkt Nummer 5 in einfachen Worten zu beschreiben. Mit Blick auf die direkten und indirekten Wettbewerber ist aber unsere Marke einzigartig, denn nur unsere Marke hat, kann, macht, tut. Und jetzt müsst ihr euch was einfallen lassen. Und das beweisen wir mit, jetzt kommt der Reason to Believe, den müsst ihr eintragen. Und siebtens sagt er dann noch, und das Ganze kommunizieren wir wie folgt mit einer entsprechenden Tonalität. Okay, was meine ich jetzt damit? Gehen wir mal auf den Nutzen, weil der Punkt 5 ist der schwierigste Punkt hier. Alle anderen Punkte sind ja letztendlich schon erarbeitet. Also fokussieren wir mal hier auf den Punkt 5, den differenzierenden Nutzen. Der Grundnutzen, also der objektive Grundnutzen, der muss erfüllt werden. Ja, den brauchst du, ohne diesen brauchst du nicht antreten. Ja, es ist die Grundvoraussetzung für die Vermarktung, kannst du ihn aber nicht einsetzen. Ja, also zum Beispiel die Zahnpasta, der Grundnutzen einer Zahnpasta, sie reinigt die Zähne. Also mit diesem Slogan, mit dieser Grundidee, dass deine Zahnpasta die Zähne reinigt, wirst du wahrscheinlich nicht im Markt antreten können. Schauen wir uns weitere Sachen an. Ja. Trinkwasser, der Grundnutzen, Wasser stillt den Durst. Aber jetzt schon die Frage, was unterscheidet nun die Trinkwasser? Schauen wir mal die Mineralwasser da oben an, also auch die unterschiedlichen Preise. Gerolsteiner 1,14, Perrier 1,99, Voss 4,25, Fidschi von Paris Hilton schlägt gleich mit 5 Euro zu Buche. Also die unterschiedlichen Trinkwasser setzen also nicht auf den Grundnutzen, das macht keinen Sinn, sondern zielen eher auf die Belohnung der Bedarfsgruppe, die sie mit dem Kauf eines bestimmten Wassers erhalten. Auf die Belohnung, was will eigentlich derjenige? Und wir kommen also zu einem differenzierenden Nutzen, den wir natürlich in vielen Fällen kreieren müssen. Ja, es gibt natürlich einen objektiv differenzierenden Nutzen. Das ist die Form, das ist vielleicht ein Patent, das uns schützt, das ist der Inhaltsstoff. Aber sollte ein objektiv differenzierender Nutzen wirklich funzen da draußen und gut funktionieren, dann könnt ihr sicher sein, dass euch die Konkurrenz den relativ schnell klaut und in ihre Produkte und in ihre Dienstleistungen einfügt. Also ein objektiv differenzierender Nutzen, außer er ist eine Zeit lang durch ein Patent geschützt, macht wenig Sinn, weil man euch den relativ schnell wegnehmen und klauen kann. Also versucht, auf einen psychologisch differenzierenden Nutzen zu optimieren, der an euch und an euer Business und an eure Person gebunden ist, weil den kann man euch nicht so schnell abspenstig machen. Und damit ist eben Wasser nicht gleich Wasser. Ja? Jedes der hier abgebildeten Wasser positioniert sich anders gegenüber einer bestimmten Zielgruppe, einzigartig, und versucht darüber den Preis zu rechtfertigen. Die Bedarfsgruppe kriegt immer eine Belohnung und die Belohnung ist immer subjektiv. Ja, also du musst fragen, was ist deiner Zielperson wirklich wichtig? Und auch hier greift zurück auf die ganzen Arbeiten, die wir in der Motivforschung zum Thema Bedarfsgruppe und Zielgruppe uns gemacht haben. Also bei der Definition des Nutzens deines Produktes, deines Angebotes, musst du also immer von deiner Zielperson ausdenken. Das heißt, welche Motive willst du ansprechen? Und wie tickt deine Zielperson? Was ist deiner Zielperson wichtig? Also ein und dasselbe Produkt kann für eine bestimmte Zielperson subjektiv eher ein Trade oder ein State-Produkt sein. Also unterscheide, wenn du den Nutzen bastelst. Handelt es sich hier um ein Trade-Produkt für eine bestimmte Zielgruppe oder eher um ein State-Produkt? Trade und State, die Begriffe kommen aus der Persönlichkeitspsychologie. Trade meint eine stabile, beständige Persönlichkeitseigenschaft und State steht in der Psychologie für einen momentanen Zustand, der eher situativer Natur ist. Die Markt- und Werbepsychologen oder Psychologen unter euch
werden sich daran erinnern, das haben wir alles diskutiert bei den Big Five in der Persönlichkeitspsychologie. Also, wir wissen, bestimmte Produkte, sogenannte Trade-Produkte, sind Persönlichkeitsmarkierer. Das heißt, der psychologische Nutzen eines Trade-Produktes ist es, unser Selbstkonzept als Mensch zu regulieren. Und aus dem Big Five kennen wir den Neurozitismus, also die emotionale Instabilität, die Offenheit für Erfahrungen, die Extraversion, Verträglichkeit und die Gewissenhaftigkeit. Nehmen wir einen Punkt raus. Sind wir zum Beispiel offen für Neues, haben wir entsprechende Bedürfnisse, Neugierde, Abenteuer. Ein bestimmtes Trade-Produkt oder eine bestimmte Marke kann nun diesen Mangel, wenn ein Mangel jetzt da vorliegen sollte, und dieses Bedürfnis erfüllen. So, all das, was wir in der Motivforschung bereits diskutiert haben, kommt jetzt hier, schlägt jetzt hier zu Buche. Und daneben gibt es eben diese sogenannten State-Produkte. Das heißt, sie bringen situative Schwankungen des Menschen in das Lot. Der Nutzen eines State-Produktes oder einer State-Marke ist es, eine situative Stimmungsschwankung des Menschen auszugleichen. Meistens findet es Anwendung im Konsumgüterbereich. Und derartige Produkte knüpfen an unserem momentanen Zustand an, sind situative Stimmungsregulierer und bringen uns wieder ins Lot, ohne dass wir uns mit diesem Produkt oder der Marke groß identifizieren. Ja, oft knüpfen State-Produkte an unsere Rituale an und schaffen somit, sich fest im Gehirn zu verankern. Also das Ritual zum Beispiel, wenn du dich bedanken willst für irgendwas, dann verschenkst du Merci. Merci, dass ich das gibt. Merci für das, dass du mir bei den Hausaufgaben geholfen hast. Dann verschenkst du diese Schokolade. Oder für die kleine Pause zwischendurch die lila Pause. Oder das Frühstück in der Früh, das Ersatzfrühstück um 9 Uhr auf der Baustelle, dann gibt es eben das Knoppers oder Noppers, wie man das ausspricht. Okay, also wir kennen State- und Trade-Produkte. Und ob ein Produkt, eine Marke als State oder Trade gesehen wird, denkt dran, bestimmt immer die Zielperson. Also, merke, Belohnung ist mehr als ein Bedürfnis. Merke, Belohnung meint also mehr, liegt tiefer. Das Bedürfnis ist explizit. Zum Beispiel Kunden in einer Befragung können ihr Bedürfnis verbalisieren. Echte Belohnungen wirken meist implizit, unbewusst. Das heißt, sie sind gar nicht dem Bewusstsein der Zielperson zugänglich. Und deswegen braucht man an dieser Stelle auch die implizit Forschung, Klammer auf, Kahnemann, wir haben das besprochen. Der Blickwinkel Bedürfnis führt oft nicht weit genug und wird oft mit Produktleistung und expliziten Wünschen des Kunden gleichgesetzt. Also dran denken, was ist eigentlich wirklich die Belohnung, was verbirgt sich implizit dahinter? Die unterschiedlichen Nutzenarten oder Belohnungsarten, ja, da gibt es ein ganz, ganz tolles Schema, das sogenannte Münchner Nutzenschema von meinem Professor Dr. Peter Neumann, der mit dem Rosenstiel zusammen, Professor Dr. Dr. Rosenstiel, auch ein Professor von mir, bei dem ich promoviert habe, beide eigentlich führend an der LMU für die Markt- und Werbepsychologie. Beide sind leider nicht mehr tätig, Rosenstiel ist leider gestorben. Und der Peter, der Dr. Peter Neumann, hat sich auch leider zurückgezogen und ist verdient in Rente gegangen. Aber die Dinge, die erarbeitet haben, auf das baut eigentlich auch mein eigenes Wissen aus. Und deswegen möchte ich das hier auch erwähnt haben als kleines Dankeschön. Und die haben eben dieses Münchner Nutzenschema erstellt, erarbeitet und haben gesagt, der Gesamtnutzen, schau mal, es gibt einen sogenannten stofflich-technischen Grundnutzen. Ja, es gibt den sogenannten psychischen Zusatznutzen, auf den du setzen und auf den du bauen kannst. Stört euch jetzt nicht an diesen Begriffen Wirklichkeit im ersten Sinne und Wirklichkeit im zweiten Sinne. Da geht es darum, wie wirklich die Wirklichkeit ist. Vom Metzger könnt ihr hier an dieser Stelle vernachlässigen. Wichtig sind die Punkte, was wird subsumiert unter einem stofflich technischen Grundnutzen, dem blauen und dem psychischen Zusatznutzen. Ja, der sogenannte stofflich technologische Grundnutzen, der kann egozentriert sein, ja,
Hier diese Beispiele. Lest es einfach nach in meinen Unterlagen. Findet ihr das? Ich möchte euch das jetzt nicht unbedingt vorlesen. Dann gibt es eben neben dem egozentrierten sozial- und umweltbezogene, die hier in Frage kommen können. Wie gesagt, in den Unterlagen, ich möchte es euch jetzt nicht langweilen und vorlesen, findet ihr dann sehr schön diese Punkte oder dann den transzendenten Zusatz nutzen, der eben auch hier zu beachten oder in Frage kommen kann. Okay, ja, das war das Münchner Nutzenschema. Das waren jetzt die drei Videos zum Thema Strategie. Unternehmensstrategie, Marketingstrategie mit Marketingziel, Marketingzielgruppe und jetzt der Positionierung mit dem Hinweis, wie wichtig der Nutzen ist, der Unterschied zwischen Nutzen und Belohnung, der Hinweis auf State- und Trade-Produkte und ja, wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Anschauen und wie gesagt, es würde mich freuen, wenn du dir meine anderen Movies auf meinem Channel hier nochmal anschauen würdest. Als kleines Dankeschön, ihr wisst, es ist immer alles umsonst hier, weil es Spaß macht und ein Service sein soll für meine Kunden, für meine Beratungen und natürlich für meine Studenten und Studentinnen. Ein kleines Dankeschön, wenn ihr mich abonniert, würde ich mich freuen. Dann kann ich auch messen, ob ich in der richtigen Richtung liege, welche Sachen auch angeguckt werden, welche Sachen interessant sind, wo ich optimieren muss und kann. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und vielleicht hören und sehen wir uns ja mal wieder hier auf meinem YouTube-Channel. Oder vielleicht empfiehlt ihr mich weiter, würde mich auch sehr, sehr freuen. Vielen Dank, euer Karl Peter. Tschüss.